Jo, da wären wir wieder. Ich habe zum einen einen Mod installiert, der hoffentlich dafür sorgt, dass alle paar Minuten ein Screenshot gemacht wird, um nachher so ein, also am Ende der Staffel so ein Zeitraffer zu machen, wie die Basis gebaut wird. Das ist das eine. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich so klappt, wie es klappen soll. Aber es wäre ein schönes Gimmick. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen will um diese Basis. Auch nicht, ob ich die mit Smog befüttere oder sonst irgendwas, ist mir total egal. Weil die Gegner spawnen jetzt ja diese komischen kleinen Mini- pinken Kügelchen. Und aus den mini-pinken Kügelchen kann man große pinke Kügelchen machen. Das heißt, es kann mir eigentlich nur recht sein, wenn wir durchgehend angegriffen werden. Und ich denke, dass wir das hinbekommen. Also selbst wenn wir Dauerangriffe haben, wie vor 2 Staffeln war das, glaube ich, haben wir die Replikatoren und so weiter, dass wir immer genug Ressourcen herstellen können für Munition, um die Türme zu befüllen. Ja, das heißt, ich konzentriere mich jetzt weiter auf die Wirtschaft. Werde aber auch dafür sorgen, dass die Türme einmal rumgehen, dass die Mauer einmal rumgeht. Solche Sachen. Aber sonst kein Stress. Echt kein Stress. Außer dabei, dass ich mehr Tränke brauche. Was war das gerade? Das blaue X da. Hat es damit zu tun, dass ich den Mod installiert habe? Also ich musste bei dem Mod recht viel rumwuseln, um die Position rauszubekommen, wo er Screenshots machen soll und so weiter. 5? Bäh. Ja, das habe ich unter anderem auch gebraucht. Aber das macht das blaue X nicht. Das ist komisch. Aber ja, falls einer von euch weiß, was das blaue Plus da ist, dann bitte aufklären. Es irritiert ein wenig. Am besten auch gleich, wie man sie da wegmacht. Gib mir Steine. 10. Und haben wir ein bisschen Licht gebaut? Ja. Und verteile mal random einfach irgendwo Licht. Das wird später alles angepasst, wenn ich mal Zeit über habe. Denn wurde in den Kommentaren noch erwähnt, dass man hier oben die Zeit vorspulen kann. Also dass man die Zeit schneller laufen lassen kann oder langsamer laufen kann. Das ist praktisch, da hatten wir mal extra einen Mod für. Langsamer sollte man es nicht laufen lassen. Also man könnte theoretisch es ganz langsam machen, um dann die Kämpfe einfacher zu gestalten. Aber das will ich nicht. Schneller werde ich eventuell nutzen, wenn wir irgendwann mal so eine Phase haben, wo wir eigentlich gar nichts machen können, sondern einfach nur warten müssen. Damit ich denn nicht off-camera das Ganze mache. Das ist eine Idee, ja. So, wir waren währenddessen am Bauen von den tollen neuen Poles. Und bevor ich die jetzt sinnlos einfach irgendwo hinbaue, wo wäre es am sinnvollsten? Einmal außenrum? Wir haben noch keine Lasertürme. Also warum außenrum? Dann lieber irgendwo hin, wo später die Fabriken hinkommen. Um vielleicht ein besseres, eine bessere Lavalampe zu bauen. Sagen wir mal. Wir machen das so. Wir haben die Verteidigungsanlage mit der Mauer. Die wird dann wahrscheinlich später wieder 3-4 Felder dick sein. Und sie wird 2-3 Felder entfernt von dem Turm sein, damit die Großen nicht rüberbeißen können. Dann kommt dahinter, also hinter den Mauern, kommen die Türme, hinter den Türmen kommt eine Reihe Solar Panels, also ein Block Solar Panels und dahinter kommt ein Block Akkus. Und das machen wir einmal komplett rum. Das möchte ich schon mal überall quasi reservieren, dass da nichts gebaut wird. Das heißt, alles hier hinten wäre frei bebaubar. Wobei es halt echt doof ist, dass die Ressourcen da sind. Ja, aber dann nehme ich einfach den Platz hier und baue da die neuen Poles hin. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwelche Komplexe bauen kann. Außerdem kommen wir somit schon mal mit dem neuen Muster in Richtung der ganzen alten Basis. Und können da Sachen mit anschließen und alte Poles rausrupfen und all sowas. Ich crafte gerade nichts, das ist gar nicht gut. Crafte bitte schnellere Fabriken. So 4-5 Stück davon. Und ersetze zuallererst dich. Was fehlt bei dir jetzt? Gar nichts. Ersetz bitte. Oh, läuft schon mal schneller. Gut. Dann ersetz bitte auch den. Läuft auch schneller. Gut. Holzkiste bekommt Holz. Ich muss mehr Holz hacken. Hier. Ressourcen sehen gerade ein bisschen mau aus. Aber das kann auch daran liegen, dass ich schon recht lange nicht mehr die Kisten hier leer gemacht habe. Blub, blub. Blub, blub. Ja, sieht doch viel besser aus. Okay. Geh da runter. Schmeiß das Zeug da rein.
Mach die Kiste einmal voll, nimm dir zwei Stapel raus. Mach die Kiste einmal voll, nimm dir keine Stapel raus. So ist es okay. Du, Tränke, Tränke. Mann, so. So. Wir werden trotzdem nicht hinterherkommen. Ich bräuchte eigentlich viel mehr Fabriken, die das machen. Aber ich möchte jetzt nicht hier rumbasteln, wenn wir eh schon neue Komplexe in Aussicht haben. Das heißt, ich crafte lieber weiter selber die Sachen und ich brauche Stein. Okay. Erforsch bitte erstmal diese komischen Iron Conduits. Dann gibst du mir hier den Stein. So, und dann machst du ganz viele rote Tränke. Und ja, wir brauchen Holz. Stimmt, ich wollte den Tree Farm Mod antesten. Okay. Also mit antesten meine ich, wie er jetzt in diesem Modpack hier so läuft. Das heißt, wir nehmen uns einfach mal, also hier ist so, Solarzellen, hier sind Akkus, hier wäre frei. Das heißt, ich bapp jetzt einfach mal Tree Farm. Bau davon welche, ja, die ganzen Tränke wieder abbrechen. Tschung, 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 tschung. Field, ja, und Germling Coral Seed. Was ist der Unterschied? Ja, das eine macht Germling, das andere macht Coral Fields. Soweit bin ich auch. Das scheint gut zu passen. Naja, nicht ganz, ne? Optisch. Optisch scheint es gut zu passen. Setz mal einen hier hin. Und einen dahin. Und dann setzt du bitte hier Germlings. Und da diese Coral-Dinger. Und dann gucken wir, was da rauskommt. Ja. Und setz bitte Mauern. Türme habe ich aufgebaut? Ja. Da wir jetzt hier schon quasi anfangen, richtig ordentlich zu bauen. Mit Muster und wo kommen Türme hin und so weiter. Hätte ich auch ganz gerne, dass hier Zucht und Ordnung herrscht, was die Türme angeht. Das heißt, wir hätten gerne immer Pole, ein frei, Turm. Pole, ein frei. Turm, Pole, ein frei, Turm. So. Die brauchen später dann auch. Oh, warte mal. Ja, mach lieber zwei davor, weil dann können wir Pole, Kiste, Ärmchen, das da machen. Damit wir später Roboter haben, die die Munition zu den Türmen hinfliegen. Also später wahrscheinlich wird das Ganze eh wieder ersetzt werden durch Lasertürme, aber ne, so mittelfristig. Und wo kommt ihr denn daher? Hier hatten wir schon mal einen kleinen Angriff. Okay. Fünf Magazine hier. Fünf Magazine hier. Fünf Magazine hier. So. Das könnte man alles so schön mit Blueprints lösen. Aber wir haben noch keinen einzigen Roboter, keinen Roboport und keinen anderen Hightech-Kram. Das vermisse ich immer, wenn ich eine neue Staffel anfange. Das ist so Technologieentzug quasi. Aber da komme ich drüber weg. Und ich crafte nichts. Crafte, crafte rote Sachen. Da. So. Da unten sehe ich Bäume, die noch nicht termitisiert wurden. Würde ich gerne abbauen. Hab ich zufällig noch Kohlebriketts da, damit wir hier stromtechnisch nicht ganz so auf dem Zahnfleisch gehen? Nö, habe ich nicht. Und noch kommen wir klar. Ja, okay. Gib mir Bäume. Ich muss Germlings bauen und Coral Seeds, weil wenn wir jetzt nur drei davon in der Farm hier drin haben, dann ist die Ausbeute ziemlich mau. Ich hätte gern beide Farmen voll mit jeweils ihrem Ding da. So, Iron Conduit ist fertig. Das ist schön. Dann hätten wir jetzt ganz gerne die besseren Stromdinger hier. Research. Kosten auch nur rote Tränke, die ich gerade schön spamme im Spielerinventar. Das sollte okay sein. Und es gibt auch durchgehend Crafting-Erfahrungspunkte, oder? Also, allgemein hier Talent. 10 Punkte. Wow. Ich glaube, ich bewahre das mal auf, weil ich will mal gucken, was hier so kommt. Dieses Mine und Turret und, ne, die ganzen Sachen hier, die klingen auch interessant. Aber die werde ich erst bekommen, wenn ich genug Einer und Zweier habe, denke ich. Deswegen halte ich mal ein bisschen die Füße still mit Skill-Upgrades da.
Zumal ich immer noch nicht hundertprozentig sicher bin, was welcher Skill jetzt genau macht. Das Einzige, wo ich mir einigermaßen sicher bin, ist, dass der Crafting-Bonus, der Crafting-Bonus die Chance erhöht, dass das hier unten passiert. Dass wenn man irgendwas herstellt, dass man mehr rausbekommt. Aber das war es dann auch so ziemlich. Stell bitte her, davon eine Menge, davon eine Menge. Pausiere kurz die Tränke. Häng Tränke hinten ran. Bessere Idee. Ich sag einfach, stell und also alle, die du herstellen kannst, stellst du hier. Dann rate das einfach durch. Und wenn ich zwischendurch was anderes machen will, dann muss ich nur einmal rechts klicken und das, oder Shift rechts klicken, um das Ganze zu unterbrechen. Das ist, glaube ich, ein bisschen effektiver. Ja. Das können wir auch schön beibehalten. Ding. Braucht definitiv mehr Lampen. Wow, Lampen. So, du hattest... was von euch ist Koralle, was ist Germling? Du siehst korallenartig aus. Du bekommst jetzt Coral Seeds. Und das waren wohl die richtigen, okay? Und du bekommst Germlings. Das hört sich irgendwie an wie Germanlings. Kleine Deutsche. Oh, ein putziger kleiner Deutscher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal 8, also 56. Ja, es ist schon mal gut befüllt dann. Das ist okay. So, dich lassen wir da wachsen. Ich könnte mir also vorstellen, später hier eine Reihe von Farmen zu haben. Wobei es ja noch die besseren Farmen gibt. Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, was wir da machen sollen. So, die reiße ich jetzt ab. Die können wir theoretisch ja verwuseln. Oh, warte mal. Zeig mal ganz kurz den Strom. Wow, okay. Bau die Kiste da ganz schnell wieder hin und schmeiß da Kohle rein. Ja, können wir zwischen schnellere Ärmchen machen? Nein. Ah ja, wir brauchen jetzt ein bisschen Unterstützung. Ja. Lauf hoch, hol die andere Kohle. Also das Ding muss noch ein bisschen laufen. Solange wir es nicht hinkriegen, dass die ganze Nacht durchgehend die Akkus halten, das ja. War ein wenig utopisch, das zu machen. Geh bitte hier hin, hol die Briketts. Da und da sind ein paar. Gut. Haben wir noch Solarzellen oder so dabei? Nö, haben wir nicht. Schade. Das heißt, wir haben gleich Stromprobleme. Jo. Das heißt, ich befülle euch mal. Da. Nein, mit einzelnen Briketts. So. Das ist hier schön durchpowered. Wir haben jetzt auch ein paar weniger Engines da. Das heißt, hoffentlich laufen die dann auch auf 100%. So. Genau. Schön. Brennen, brennen, brennen. Du bekommst jetzt die, damit das eine Ärmchen noch schafft, alle zu befüllen. Gut. Was sagt ihr da hinten? Ihr sagt, Performance schwankt tierisch, weil ihr nicht genug Wasser habt. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil hier kommt doch... Oh. Ja, die brauchen Strom, um Wasser herzustellen. Aber die scheinen noch nicht so schnell zu sein. Da bräuchte man wahrscheinlich dann auch noch mehr von. Verbrauchen die auch viel Strom? Die verbrauchen auch relativ viel Strom. Also sie sind überpowered, weil sie direkt sauberes Wasser herstellen und das auch eigentlich ohne Wasserquelle, sondern direkt aus dem Boden. Ich habe sie halt nur ins Wasser gestellt, weil es besser aussieht. Halbwegs. Aber dafür kosten sie halt viel Strom. Das ist dann also völlig okay in meinen Augen. So, was sagst du? Du sagst, wir haben Stromprobleme, ja. Aber es wird gleich Tag. Das heißt, ich breche euch alle ab. Shift links. Lass jetzt da ein paar von den Lampen arbeiten. Und baue danach Akkus. Ganz viele Akkus. Weil es eher an den Akkus mangeln wird, als an den Solarzellen. Ich denke, die Solarzellen schaffen das ganz gut, am Tag die Akkus zu füllen. Zumal sie jetzt ja auch die Unterstützung haben von den Engines noch. Und die Akkus halten die Nacht halt nicht durch.
So, du bekommst hier meine ganzen roten Tränke. Du bekommst hier meine grünen Tränke. Und die Forschung zieht sich ganz schön, ne?